Nee, geben wir. Die Dinger, die sind noch besser, auch wenn sie langsamer sind. Aber er ist eh langsam. Von daher ist er eh eher ein laufender Panzer. Gut. Wir sind hier oben. Wir können das Ding in Besitz nehmen und können jetzt ins Zirkusviertel zurückreisen. Jetzt ist unsere Zwergenkolonie futsch. Aber die brauchen wir ja eh nicht mehr. Ja, hat sich jedoch nicht viel geändert. Also die Imperiade sind uns immer noch alle feindlich gesonnen. Was gibt es sonst? Ihr wart Ausbilder? Könnt ihr auch mir etwas beibringen? Gute Güte, ihr werdet ja richtig anstrengend. Kommt schon, alter Mann. Ihr habt doch auch Spaß daran. Wo ihr recht habt, habt ihr recht. Also marsch, marsch. Zur Arena mit euch. Jo. Gladiatorentraining. Ja, das Gesellentraining kann mit Stufe 40 begonnen werden. Ab Stufe 44 gilt es als abgeschlossen. Da ist es ja gut, dass wir es jetzt machen. Damit beenden wir wohl auch da gleichzeitig das Gladiatorentraining, ha? Bereit? Ja, lasst uns beginnen. Vorsicht! Zeit zu sterben! So, dann verhauen wir ihn mal. Achtung! Verteidigt euch! Vorsicht! Gut, gut. Gut, gut für heute. Jo. Halt, halt! Das soll reichen. Diesmal habt ihr mich ja richtig ins Schwitzen gebracht. Verteidigung und Schnelligkeit sind fantastisch. Jetzt solltet ihr euch mit der Kampftaktik befassen. Nutzt eure Reichweite. Bewegt euch um die Gegner, damit sie sich gegenseitig behindern. Und achtet darauf, immer 5 Schritte freien Raum in eurem Rücken zu haben. Jetzt brauche ich erst einmal etwas zu trinken. Ihr geht und übt noch etwas. Kommt wieder, wenn ihr euch bereit fühlt. Achso, gilt es als abgeschlossen, steht schon beim letzten dabei. Also wird es wohl noch ein Training geben mit 44. Gut, das heißt, wir können... Die letzte heilige Stätte ist im Dunkelwehrgebirge, wo wir ja hinwollen. Ich muss gerade echt überlegen, wo könnten wir ein Banksiegel übersehen haben?
Weil ich weiß, es gibt 4 Banksiegel, die müssen in diese Säulen eingesetzt werden, bevor wir diese Hebel umlegen können. Muss ich irgendwann mal gucken. Und ich weiß noch, das war das zweite Banksiegel, was man in Kartei finden konnte. Also habe ich das erste übersehen, auch wenn ich die Quest gar nicht habe für die Banksiegel. Gut, jetzt zum brennenden Felsen. Das heißt, ab in den Rabenpass. Oder liegt das erste Siegel in der Stadt der Seelen? Ja, sicher bin ich mir jetzt gerade nicht. Auf jeden Fall scheint es nicht hier rumzuliegen. Gut, dann gucken wir uns mal den brennenden Felsen an. Ich habe Erfahrungspunkte erhalten, nur weil ich den brennenden Felsen betreten habe. Yay. Was riecht denn hier so seltsam? Das ist Menschenfleisch. Oh, das ist lange her. Ich kann mich kaum noch erinnern. Kommt nicht auf dumme Gedanken, Ork. Oh, ich hatte nicht vor, euch zu essen. Wisst ihr, mein Geruchssinn taucht nur mehr als meine Augen. Sehr schlecht in diesem Land hier, sehr schlecht. Und was für ein Land ist das? Die Hasim nennen es die brennenden Steine. Es ist ein verwunschener Ort, seitdem der Feuerriese Utruhe hier gehaust hat. Er hat damals in seinem Zorn 3 Flüche über dieses Land ausgesprochen. Erzählt mir davon. Der erste von ihnen traf die Prinzessinnen, die ihm versprochen waren. Ihr müsst wissen, Utruhe bewachte hier den Eingang zum Kolosseum der Götter und er war sehr einsam auf seiner Wacht. Da riefen die Götter die 5 schönsten Prinzessinnen der jungen Völker herbei, damit Utruhe sich eine von ihnen erwählen sollte. Utruhe glaubte, wenn er den Frauen nur genug Edelsteine und Gold aus dem Inneren der Erde holte, könnte er ihre Herzen gewinnen. Aber er hatte sich getäuscht. Die Frauen nahmen seine Steine, oh ja, aber sie verschmähten den hässlichen Riesen. Da wurde er so wütend, dass er heftig mit dem Fuß aufstampfte, sodass der Boden brach und der Vulkan sich erhob. Er verfluchte die Prinzessin ob ihre Eitelkeit und sie wurden zu hässlichen Kröten. Seit jenem Tag wandern sie unglücklich durch das Land, immer bewacht von Utruhs dämonischen Dienern. Sind sie dann mittlerweile nicht genug gestraft? Das sind sie wohl. Befreit sie. Tötet ihre Bewacher und erlöst sie von dem Fluch. Ja, okay. Und wurde als Hauptquest abgelegt. Ja, Utus erster Fluch Prinzessin. Der Feuerriese Utu sollte sich einst eine schöne Prinzessin erwähnen. Aber die Frauen erzürnten ihn mit ihrer Eitelkeit und er verfluchte sie, damit sie als hässliche Kröten ihr Dasein fristeten. Wie originell. So, gucken wir mal nach hier oben. Oh, der Ork verfolgt uns. Ah, Heldenmonument. Ich glaube, das hier war eine Mischmap, wenn ich mich richtig erinnere. Also ein Part mit Helden und später dann mit Völkern. Ich weiß noch nicht mit welchen. Oh, da kommt der angestampft. Schläge? Unterstützung und Standhaftigkeit hat er. Naja, durch seine natürliche Rüstung hat er aber mehr Rüstung als wir alle anderen.
Spiegelbild, Meditation und Tierverzauber. Auf meinen Befehl! Sofort! Ja, gucken wir uns jetzt mal die brennenden Felsen an. Sofort! Schnell! Stufe 30 sind's, Leute. Hier, sofort! Okay, der ist jetzt nicht ganz so gefährlich. Vorwärts! Sofort! Schnell! Also ja, denke ich mal, wir können das Gebiet gut vor den Uhrwerken schnell machen. Schlägen! Vorwärts! Wir sollten nur darauf achten, alle... Was? Ja, du bist langsam, ich hab's kapiert. All unsere... Leute... Auf mein Kommando! ...zu bewegen. In die Schlacht! Feindlicher Angriff! Mir nach! Und los! Vorwärts! Schnell! Was? Das ist gut! Ump dich zermalmen! Hier! Sofort! Für die Rune! Au! Feindlicher Angriff! Haltet durch, Männer! Hier, sofort! Schnell! In die Schlacht! Feindlicher Angriff! Oh, da sind dämonische Wächter. Die sind feindlicher Angriff! 35, das geht eigentlich. Schlagt sie zurück! Ich meine, was haben unsere Leute? Ja, drei. Okay, der Schütze ist ein bisschen schwach. Aber ansonsten geht's eigentlich. Auf mein Zeichen! Sofort! Für die Freiheit! Sie sind überall! Haltet durch, Männer! Feindlicher Angriff! Stehe bereit. Schickt sie zum Seelenfluss. Auf mein Kommando. Für die sie Rune. Sie sind überall. Okay, sie halten aber was aus. Um alles kaputt machen. Haltet durch, Männer. Verstärkt die Deckung. Hey, halt doch still. Haltet durch, Männer. Okay, da ist Kröte Nummer 1. Stehe bereit für das Licht. Verstärkt die Deckung! Sie sind überall! Schließt die Reihen! Feindlicher Angriff! Schließt die Reihen! Sie sind überall! Beweg dich kaputt machen! Du beweg dich mal weg! Haltet durch, Männer! Was wünscht ihr? Für die Rune! Auf mein Kommando! Die droppen wenigstens nettes Zeug. Folgt mir! Auch. Die hässliche Kreatur schaut euch mit großen Flügeln an. Ihr seid Augen frei, Prinzessin. Erhebt euch. Danke, der Fluch ist gebrochen. Bereit. Und los! Ja. Vorwärts. Schnell. Questbuch aktualisiert. Ja, sucht die verwandelte Prinzessin, die sich im Osten aufhält, und erlöst sie. Folgt mir. Eigentlich sollte sie ja auf dem Weg nach Norden sofort sicher sein. Und lieber kämpfen. Das ist gut.